Hallo zusammen! Die Internetseite bento.de ist ein neues Online-Magazin, das sich an 18- bis 30-Jährige richtet. So wie der Rest des Internets auch. Von bento.de erhielt ich vor ein paar Tagen eine Anfrage für einen Beitrag zur Serie Time to Rant. Das ist eine Videoserie, bei der Poetry Slammer über ein Thema ihrer Wahl 90 Sekunden lang schimpfen dürfen, dass es nur so kracht. Und zwar, so die Mail weiter, derbe, deftig und unzensiert. Schließlich sei man jung und hip und cool. Derbe, deftig und unzensiert. Ich komme aus Bochum, das ist quasi meine Muttersprache. Diese Aufforderung zum Tanz nehme ich gerne an. Und ich schlug als Thema vor, dass ich 90 Sekunden lang über Bento schimpfen könnte. Und zwar so lange, bis ihnen der hippe Herrendutt glüht und sie mit Rhabarberschorle löschen müssen. Ein paar Tage später klingelte das Telefon und ein sichtlich verstörter Praktikant war am anderen Ende und erklärte mir, dass das mit dem Thema so leider nicht ginge. So ist das offensichtlich bei Bento. Derbe, deftig und vor allem unzensiert und gerne gegen alle schimpfen, aber nicht gegen Bento. Als Grund für die Ablehnung wurde mir dann weiterhin genannt und ich zitiere wörtlich: Bei uns in der Redaktion gibt es gar nicht so viele Hipster, sondern nur zwei. Ich hätte also offensichtlich keine Ahnung und könne darum auch nicht über Bento schimpfen. Das Ganze gipfelte dann in der Aufforderung, ich solle doch vor einem solchen Rant vielleicht erstmal ein Praktikum bei Bento machen, damit ich die Redaktion kenne, bevor ich über sie schimpfe. Da musste ich dann doch ein bisschen schmunzeln. Ich weiß also nichts über Bento. Stimmt, gut, aber es lässt sich ja sehr leicht herausfinden. Zum Beispiel, dass der Chefredakteur Ole Reismann sich an diesem Tag um 8.51 Uhr Tickets für die Fusion 2016 bestellt hat, während fast zeitgleich die zweite Chefredakteurin Frauke Lübcke-Narberhaus ein Foto gepostet hat von einem Joystick von oben, der so aussieht wie ein Gesicht. Gut, dass sie den Praktikanten hatten, um in der Zeit mit mir zu telefonieren. Bento ist übrigens der jugendliche Ableger von Spiegel Online. Eine heliumschrille Mischung aus Vice, Huffington Post, Neon, Jetzt.de, nur ohne Nadja Schlüter und Stefanie Sargnagel. Ein Praktikum dort gilt als das ultimative Sprungbrett, um im Anschluss beim Dithmarschener Abendblatt mitzumachen. Alles auf der Startseite von bento.de brüllt einen an. Klick mich, klick mich, ach klick dich doch selbst, klick dich und deine ganze Clique. Kennt ihr dieses Meme von dem Einhorn, das einen Regenbogen kotzt? Ich habe mich immer gefragt, wie es wohl aussieht, wenn man genau unter diesem knallbunten Kotzestrahl steht, bis ich auf der Seite von bento.de war. Scheißbunt ist das! Da kriegst du Diabetes an der Synapse! Das sieht aus wie der uneheliche Sohn von Krusty dem Clown und einem Korallenriff, als ob Bob Ross aus dem Grab steigt und dir die Farbpalette einmal quer durch die Fresse zimmert. Jemand hat mal die Startseite von bento.de einem Chamäleon gezeigt, das daraufhin in Tränen ausbrach und zum Salamander umgeschult hat. Aber wenn man von Bento redet, muss man natürlich auch von Native Advertising reden. Native Advertising ist Werbung, die genauso aussieht wie ein redaktioneller Beitrag. Mit einem klitzekleinen Hinweis, dass es sich um einen gesponserten Beitrag handelt. Es ist quasi die journalistische Variante des trojanischen Pferds. Die Betreiber von Native Advertising sowie Bento weisen natürlich darauf hin, dass es ja gekennzeichnet sei und jeder sofort erkennen könne, dass es sich nicht um Nachrichten handelt, sondern um Werbung. Sieht man doch sofort. Klar, wenn ich will, dass man mich sofort erkennt, ziehe ich auch immer eine Burka an mit einem kleinen Namensschild drauf. Native Advertising erinnert mich immer so ein kleines bisschen an die Mode unter Jugendlichen, rotzfrech zu sein und dann hinterher zu sagen: Scherz! Mama, du bist ein wandelndes Stück Scheiße auf zwei Beinen. Scherz! Sebastian, deine Texte sind echt super lustig. Scherz! Und genauso sieht es bei Native Advertising eben auch aus. Sensationelle Neuentdeckung. Ein Forscherteam aus Oxford hat in einer Langzeitstudie bewiesen, dass der tägliche Konsum von mindestens einem Liter Coca-Cola genauso gesund ist wie regelmäßiger Sport und außerdem Krebs und AIDS heilt. Werbung! Der Spiegel selbst hat es im April 2014 so dargestellt. Mit Native Advertising erreicht die bewusste Irreführung der Leser eine neue Qualität. Und dann folgte dieses Zitat des Guardian-Kolumnisten Bob Garfield. Der Journalismus verkauft damit seine Seele. Abschließend stellte der Spiegel klar, Werbung, die aussieht wie ein Text der Redaktion, wird es bei uns nicht geben. Ein Jahr später nehmen sie dann eine Handvoll Spiegel-Online-Redakteure und ein paar Volontäre und gründen Bento. Und da gilt dann natürlich auch, nein, nein, Native Advertising machen wir nicht. Wir verkaufen doch nicht unsere Seele und unsere journalistische Glaubwürdigkeit. Das kommt bei uns gar nicht in die Tüte. Scherz! Versteht mich nicht falsch, Werbung mache ich ja auch, aber nicht so verlogen hintenrum, sondern einfach ganz offensiv. Kauft mein Buch, bald ist Weihnachten, Mutti freut sich.